Hallo zusammen, heute werfen wir einen Blick darauf, was in deinem Körper passiert, wenn du jeden Tag eine Avocado isst. Ja, die Avocado gehört ja zum Obst und wird auch immer wieder als Superfood bezeichnet. Ihre Superfood-Qualitäten, die werden wir natürlich auch mal jetzt näher unter die Lupe nehmen. Also los geht's. Selbst heute sind noch viele Menschen der Meinung, man solle bei einem hohen Cholesterinspiegel auf keinen Fall Avocados essen. Weil Avocados, die seien ja fettreich und deshalb grundsätzlich schlecht für den Cholesterinspiegel. Das ist aber so pauschal absolut falsch. Das hat sich sogar in einer Studie gezeigt. Übergewichtige Probanden haben dabei über 5 Wochen jeden Tag eine Avocado gegessen und sich insgesamt auch eher fettreich ernährt dadurch. Der Fettanteil in ihrer Ernährung, der lag nämlich bei 34%. Und sie konnten mit dieser relativ fettreichen Ernährung den LDL-Cholesterinspiegel sogar um 13 Milligramm pro Deziliter, also das ist merklich, konnten die den senken. Ja? LDL ist ja das schlechte Cholesterin. Wie ist sowas aber eigentlich möglich? Ganz einfach, das liegt an den einfach ungesättigten Fettsäuren in den Avocados. Und das ist eben auch die ganz besondere Qualität der Fettsäuren in der Avocado. Also diese einfach ungesättigten Fettsäuren, die finden wir beispielsweise auch in Oliven, ne? Und das ist auch so ein typisches Lebensmittel dafür. Und dank dieser einfach ungesättigten Fettsäuren, da wirken die Avocados auch gleichzeitig der Entstehung von Gallensteinen entgegen. Denn Gallensteine wiederum, die bestehen zum größten Teil aus Cholesterin. Die Avocado gehört zu den Lebensmitteln mit einer sehr niedrigen oder ja, eigentlich sogar nicht vorhandenen glykämischen Last. Nochmal zur Information, die glykämische Last verrät nämlich, wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr eines bestimmten Lebensmittels ansteigt. Und die Avocado kommt hier bei der glykämischen Last auf einen Wert von 0,04. Also da müssen wir schon auf die zweite Nachkommastelle schauen, um überhaupt mal eine Zahl zu sehen. Das ist quasi 0 und damit können wir auch sagen, ja, die Avocado hat praktisch keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Das ist natürlich gerade auch für Diabetiker hochinteressant, ja, wo es ja sehr stark darum geht, solche Blutzuckerspitzen auch zu vermeiden. Also Thema glykämische Last, auch Nüsse fallen mir dazu ein. Ja, auch die haben natürlich eine sehr niedrige glykämische Last. Die Avocado strotzt vor Kalium. Ja, Kalium ist eines der wichtigsten Elektrolyte überhaupt, die wir haben. Und ja, hat eben auch ganz viele wichtige Aufgaben in unserem Körper, das Kalium. Zum Beispiel im Nervensystem. Dort ist es verantwortlich für die Reizweiterleitung, die von den Nervenzellen immer weitergegeben werden, die Reize. Oder in der Muskulatur. Dort sorgt es dann eben für die Kontraktionen. Aber auch im Säure-Basen-Haushalt, da wird Kalium für die Regulierung benötigt. Und dann spielt es noch eine wichtige Rolle in unserem Wasserhaushalt. Ja, und die Avocado selbst liefert uns von diesem wertvollen Mineralstoff Kalium pro 100 Gramm bereits 500 Milligramm Kalium. Ja, und das ist eine extrem gute Versorgung. Das sind schon mal 25% unseres Kalium-Tagesbedarfs. Eine einzige Hass-Avocado, die wiegt etwa 100 Gramm, damit wir da auch mal so eine Größenordnung haben, ohne Kern wohlbemerkt. Ist die Avocado ein Superfood? Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Die Avocado bringt natürlich, wie wir gesehen haben, jetzt viele gesundheitliche Vorzüge mit. Ich würde sie auch in jedem Fall als gesund bezeichnen. Sehr gesund sogar. Aber ein Superfood ist sie für mich persönlich deswegen noch lange nicht. Ja, hierfür ist sie einfach in ihrer Versorgung, was die einzelnen Vitalstoffe betrifft, dann doch letztlich nicht stark genug. Wie gesagt, sie ist gut, aber nicht im absoluten Top-Level unterwegs. Sie wird zum Beispiel oft auch als starker Magnesiumlieferant bezeichnet, aber mit 25 Milligramm Magnesium pro 100 Gramm, ja, das sind gerade mal 8% des Tagesbedarfs. Also das ist nicht so wirklich viel. Sie wird auch oft als Ballaststoffbombe bezeichnet. Mit 4 Gramm Ballaststoffen pro 100 Gramm, ja, da liegt sie so im moderaten Bereich. Ja, das sind jedenfalls alles einfach keine Spitzenwerte. Ein gutes Lebensmittel, das ist die Avocado definitiv. Aber es sind eben auch
überwiegend Eigenschaften, die viele andere Lebensmittel genauso mitbringen. Ja? Der Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren, der ist allerdings auf jeden Fall schon mal überdurchschnittlich in der Avocado. Ja, oft wird auch behauptet, Avocados sind besonders gut zum Abnehmen. Ja, also die bringen auch durchaus hilfreiche Abnehmeigenschaften mit, aber sie sind dann doch relativ kalorienreich. Und vor allem, die Avocado ist natürlich nur ein einziges Lebensmittel im Rahmen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Ja, und eine Ernährung, die auf dich zugeschnitten ist, die muss natürlich aus vielen Komponenten bestehen, damit du mit einer solchen Ernährungsweise vor allem auch langfristig, ja, langfristig, das heißt in einem Jahr, in 3 Jahren, in 5 Jahren, immer noch wunderbar zurechtkommst. Ja, und wenn du abnehmen möchtest und hier alleine einfach nicht wirklich vorankommst und du auch merkst, du bist unzufrieden mit deinem Gewicht und du möchtest jetzt auch wirklich langfristig etwas verändern, dann komm gerne in mein kostenloses Strategiegespräch. Klick dazu einfach hier oben auf den Link und füll dann kurzes Formular aus. Dann zeige ich dir ganz konkret, wie dieser Weg auch für dich aussehen kann. Also einfach hier oben draufklicken.